Ja, ich glaube, wir haben auch häufig die falsche Annahme, dass unser Gegenüber jetzt etwas von uns erwartet. Also, dass wir etwas, eine Lösung beitragen müssen oder jetzt eine Bewertung unsererseits mit reingeben müssen, damit der andere das Gefühl hat, dass wir ihm geholfen haben. Es ist eine Form von Zuhören, wo etwas Höheres entsteht. Also, wo ein Raum geöffnet wird, wo eine Atmosphäre geschaffen wird, die es ermöglicht, dass wir gemeinsam in dem Austausch, in dem wir uns bewegen, etwas Gemeinsames, Großes schaffen. Man kann das immer wieder im Bewusstsein haben, dass dieses Hören ganz verschiedene Qualitäten hat. Der Gedankengut-Podcast bietet Raum für Gespräche. Gespräche über Alltagsthemen, die uns immer wieder begegnen und bewegen. In Tiefe und Facettenreichtum betrachtet Wolfgang Gutwillnet Impulse und Fragen unserer Zeit im Dialog mit verschiedenen Gästen und Wegbegleitern. Schön, dass du dabei bist. Ja, liebe Zuhörer unseres Podcasts, wenn ihr schon andere gehört habt von uns, dann ist Hanna euch sicher bekannt. Wir haben uns beschäftigt schon mit der Frage, wie begegnen wir uns? Und wir möchten heute das ein bisschen vertiefen doch. Wie ist das mit dem Miteinanderreden? Und eine wichtige Voraussetzung des Miteinandersprechens ist erst einmal das Aufeinanderhören. Mhm. Und da gibt es offensichtlich ganz unterschiedliche Qualitäten, Hanna. Und du hast mir davon erzählt, dass du da dich mit beschäftigst. Gib uns da einen Einblick, was dich da bewegt. Mhm. Also im Grunde, bevor es an die Qualitäten des Zuhörens geht, stelle ich mir die Frage, wollen wir überhaupt noch zuhören? Also wollen wir überhaupt noch davon wegkommen, uns selbst mitzuteilen und selbst anderen Menschen zu sagen, wie es uns geht, was uns umtreibt, was wir vielleicht auch alles wissen? Oder lassen wir uns auch mal auf den anderen ein und hören zu? Also so diese Bereitschaft steht dem, glaube ich, noch davor. Also zu sagen, von dem ständigen Mitteilungsbedürfnis da mal uns zurückzunehmen, uns vielleicht selbst auch nicht so wichtig zu nehmen, nicht zu glauben, dass alle Welt interessieren muss, was wir gerade dazu beitragen wollen. Das Einmischen haben wir in der letzten Folge gehabt. Und wenn diese Bereitschaft da ist, dann kann man sich die Frage stellen, was gibt es im Zuhören für Qualitäten? Ja, aber vielleicht noch mal zu dem, was du eben gesagt hast. Das ist, glaube ich, etwas, was wir haben. Aber insbesondere in der Diskussion oder in Talkshows, dass ich eigentlich auf ein Stichwort warte, wo ich sagen kann, apropos, ja, da wollte ich schon immer was zu sagen. Und dann einfach im Grunde nur hören, wo ist die Stufe, auf der ich ins Gespräch springen kann. Und das ist sicherlich kein Hören. Nein, das ist so ein assoziatives Zuhören irgendwie, wo ich nur, wie du es beschreibst, auf ein Stichwort warte, an das ich anknüpfen kann, genau. Und dann den Fokus auf mich zu ziehen. Ja. Und ich wollte ja eigentlich schon immer mal was erzählen zu dem Thema. Ne? Ja. Und da fühlt sich der andere auch nicht gut. Also was ich schon immer mal sagen wollte. Ja. Das nenne ich dann immer so. Genau. Und dem anderen dann das Gefühl zu geben, dass man ja darauf eingeht, was der sagt. Aber eigentlich möchte man von sich erzählen, ja, so ein bisschen den Fokus zu shiften. Genau. Ja, bei der Qualität habe ich von einem Mann gelernt, Otto Scharmer, den kennst du auch. Ja. Der hat das Zuhören in vier Qualitäten unterteilt. Der hat gesagt, die erste Stufe ist das Herunterladen von Informationen. Das heißt, ich schaue in dem, was mir begegnet, in dem, was der andere sagt, wo gibt es etwas, das meine sowieso schon gefertigte Meinung bestätigt, und dann mache ich quasi einen Haken dran und lade das herunter. Die nächste Stufe beschreibt er als das faktische Zuhören. Das heißt, das funktioniert auf einer Sachebene im Grunde. Also ich checke Fakten ab, wo stimmen wir überein, wo gibt es vielleicht Unterschiede, aber alles noch sehr sachlich. Und dann hat er die dritte Ebene, das ist das empathische Zuhören. Da versucht der Zuhörer schon, sich auf die andere Seite zu begeben sozusagen, das Gesagte mit anderen Augen zu betrachten und eben empathisch sich darauf einzulassen. Und dann gibt es eine vierte Ebene, die ich in anderen Modellen in der Form noch nicht gesehen habe und die ich ganz besonders spannend finde. Das ist das schöpferische Zuhören. Das ist jetzt eine Art von Zuhören, ich weiß gar nicht, ob man die mit Worten so beschreiben kann. Vielleicht gelingt uns das gemeinsam, da Begriffe dafür zu finden. Es ist eine Form von Zuhören, wo etwas Höheres entsteht. Also wo ein Raum geöffnet wird, wo eine Atmosphäre geschaffen wird, die es ermöglicht, dass wir gemeinsam in dem Austausch, in dem wir uns bewegen,
etwas Gemeinsames, Großes schaffen. Mhm. Finde ich interessant. Ich kenne das von Otto Scharmer. Ich habe versucht, für mich ein paar einfachere Begriffe dazu zu finden. Das Erste, was du gesagt hast, dieses eigentlich nur hören, was ist da für mich dabei, das nenne ich das Abhören. Ich höre nur ab, was ich für mich brauche, das andere ist mir egal. Das Zweite, wo du sagst, das ist dann schon, ich will wirklich hinhören, was er sagt, um zu begreifen, was er sagt, wofür er steht, wofür er eintritt und was er möchte. Und die dritte Stufe, die du genannt hast, das ist dieses mit dem Herzen auch hören, also zum anderen wirklich gehen und Interesse an dem zu haben, was er sagt und damit an dem Menschen zu haben. Also da gehe ich schon etwas weiter als nur das Hören. Und die vierte Stufe, die du genannt hast, das ist für mich etwas, was ich das Hindurchhören nenne. Mhm. Und zwar deshalb, weil ja viele Menschen zu einem etwas erzählen und man weiß, eigentlich geht es ihm nicht darum. Eigentlich will er mir was ganz anderes erzählen. Und wie komme ich jetzt dazu, dass ich zwischen den Zeilen höre, was er nicht sagt? Und dann sage, was ist seine Not, die er im Augenblick ausdrückt, die er aber nicht formulieren will oder kann? Oder es ihm einfach zu dicht wird dann und er emotional das nicht rüberbringen kann. Und dann sehen, dass ich das wahrnehme und versuche, ihm eine Brücke zu bauen, dass er das ausspricht, was er eigentlich aussprechen wollte. Das ist sicher das Schwierigste. Mhm. Aber das darf man, glaube ich, nicht als zu selten einschätzen. Ja. Das ist, glaube ich, oft der Fall. Wie kann uns das gelingen? Üben, üben, üben. Das ist immer das Einzige. Überhaupt im Bewusstsein zu haben, dass es da mehrere Stufen gibt. Mhm. Und sich selbst zu beobachten und sagen, was machst du jetzt eigentlich, Wolfgang? Was interessiert dich jetzt? Ja. Willst du was von ihm wissen oder willst du irgendwas wissen, ob da was abzustauben ist? Oder willst du wissen, was er weiß? Oder willst du wissen, was ihn bewegt? Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Oder willst du wissen, was er für eine Sorge hat, die er im Augenblick nicht in der Lage ist zu fassen? Ich überlege gerade, ob die Frage, wie gelingt uns das, überhaupt die richtige Frage in dem Kontext ist, weil in dem Moment, in dem wir eine Technik lernen, also so wie das aktive Zuhören oder andere Techniken, die man auch in Trainings lernen kann, in dem Moment habe ich ja eine Technik präsent, die ich in der Begegnung mit dem anderen umsetzen möchte, in die Anwendung bringen möchte. Und das ist ja schon etwas, das uns ablenkt. Ich weiß nicht, ich würde das nicht Technik nennen. Mhm. Ich glaube, da ist nichts Technisches dran. Mhm. Ich glaube, es ist eine Haltung. Ja. Es ist eine Haltung, die ich einnehme, aber da brauche ich keine Technik zu. Wenn ich überhaupt der deutschen Sprache mächtig bin und ein bisschen meine Gefühle ausdrücken kann oder die Gefühle des anderen durchhören kann durch die Worte, das wäre die Technik, also eine Beherrschung von Begriffen und Sprache. Aber an sich ist es sonst eine Haltung, mit der ich dem anderen gegenübertrete. Und das kann ja auch nicht die gleiche sein in unterschiedlichen Situationen. Mhm. Also alle vier Formen des Hörens haben ihre Berechtigung. Ja. Es ist die Frage, in welcher Situation. Und wie könnten wir diese Haltung beschreiben, jetzt außerhalb von, ich sag mal, Neugier und Interesse einem Menschen gegenüber? Was für eine Qualität hat die noch? Ja, also es gibt ja auch sachliche Qualitäten. Mhm. Also wenn ich jetzt den Wetterbericht höre, um mal was ganz Einfaches zu nehmen, dann kann ich sagen, ich höre nur ab, was die meinen, wie das Wetter wird. Mhm. Dann kann ich dann denken, naja, das weiß ich schon, es wird immer anders, als sie sagen. Ja. Und so, dann kriege ich auch eine Haltung dazu, dann kommt das aus der Vergangenheit, aus meiner Erfahrung. Ja. Die spielt natürlich immer eine Rolle mit, meine Erfahrung, die ich in anderen Gesprächen hatte. Am schlimmsten finde ich wirklich diese Situation der Talkshows. Ich kann mir das nicht anhören. Ja. Es ist ja auch so, dass es Talkshow heißt. Man muss es auch ernst nehmen, was da für ein Begriff dahinter steckt. Es ist eine Show. Und es ist eine Show, die übers Reden stattfindet. Mhm.
Aber ansonsten geht es nicht wirklich um eine Wahrheitsfindung. Ja. Es geht darum, Recht zu haben. Und es geht um ein kleines Scharmützel, wie ich meine Meinung am besten rüberbringe. Aber viel Lernen ist da nicht dabei. Ich habe einmal im Radio, beim Autofahren, das ist schon lange her, eine solche Talkshow auf einmal angehabt und habe gedacht, das ist ja unglaublich, wie die miteinander reden. Die haben ja Interesse aneinander. Da fragt ja einer, was hast du damit gemeint? Das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Und ich wollte jetzt wissen, was das für eine Talkshow ist. Habe das bis zu Ende gehört. Und dann war es der politische Frühschopfen von Höpfner. Oder, also 30 Jahre her. Ja. Und da ist mir erst klar geworden, wie sich die Sprachkultur und die Suchkultur verändert hat. Und da habe ich gesagt, sowas, da würde ich ja klar zuhören. Aber heute kann ich nicht mehr zuhören. Ja, Nachfragen ist das eine. Und das andere ist, und da habe ich irgendwie Michael Endes Momo, die Romanfigur Momo im Kopf, die ja genau diese Qualität mitgebracht hat. Also sie war eine gute Zuhörerin. Mhm. Und dieses gute Zuhören hat sich bei ihr in der Form geäußert, dass sie gar nicht gesprochen hat. Also nicht mal die Nachfragen gestellt hat, also weder bewertet hat, noch Lösungen angeboten hat, noch ihre Sicht auf die Dinge preisgegeben hat. Sie hat sich einfach zurückgehalten. Das ist jetzt vielleicht ein anderes Extrem, bei dem man gar nichts sagt, aber oftmals ist das ja von dem Menschen, der uns etwas mitteilen möchte, gewünscht, dass einfach mal dieser Raum da ist, dass man selbst für den anderen da ist und dass man gar nicht unbedingt etwas mit reingibt, dass diese Resonanz, die der andere sich wünscht, einfach über das Dasein funktioniert und gar nicht über die Sprache. Es gab früher einen Orden, der das so gemacht hat, die Zisterzienser. Die haben nicht gesprochen, sondern die haben innerlich verarbeitet, was beim anderen gesagt worden ist und das über einen anderen Weg versucht, in die Welt zu geben. Aber das ist, glaube ich, weit weg von der heutigen Gewohnheit, muss man sagen. Aber es ist interessant, dass es sowas richtig als Bewegung gab. Ja, ich glaube, wir haben auch häufig die falsche Annahme, dass unser Gegenüber jetzt etwas von uns erwartet. Also, dass wir etwas, eine Lösung beitragen müssen oder jetzt eine Bewertung unsererseits mit reingeben müssen, damit der andere das Gefühl hat, dass wir ihm geholfen haben. Ja, aber dieses Helfen kann manchmal auch auf einer Ebene drüber stattfinden. Mhm. Das heißt, ich kann mir auch die Frage stellen, unabhängig von dem, was der sagt, was braucht der jetzt? Das ist die eigentlich wichtige Frage. Und kann mich fragen, das Wesen, was in diesem Menschen steckt, kann ich das erreichen durch mein Wesen? Und kann ich fragen, was steckt in diesem Menschen jetzt drin? Was wirkt da? Welche Kraft wirkt da? Kann ich die verstehen, diese Kraft? Kann ich der Kraft eine andere Kraft schicken, die ausgleicht? Aber das ist, glaube ich, sehr schwierig, da bis hin vorzuschreiten. Aber man kann das immer wieder im Bewusstsein haben, dass dieses Hören ganz verschiedene Qualitäten hat. Ich glaube, wenn wir uns das schon bewusst machen, dass Hören noch lange nicht Hören ist, und uns selbst anschauen und auf selbst schauen, was ist jetzt deine Haltung bei diesem Gespräch? Willst du oder will der andere? Welcher Wille ist hier dominant? Und beim Hören müsste der Wille des anderen dominant sein und nicht mein Wille. Es geht im Endeffekt darum, dass der andere sich gehört fühlt. Ja, und Hoffnung hat, dass jemand ihn erhört. Auch gesellschaftlich im Moment beobachte ich an der einen oder anderen Stelle schwierig, gerade bei Menschen, die ein bisschen älter sind, die einsam sind, die vielleicht ein bisschen isoliert auch leben und nicht so ein großes Umfeld haben, mit dem sie ihr Leben teilen können am Ende, ihren Alltag teilen können. Dieses Gehörtwerden, dieses Wer hört mich? Das kann ich verstehen. Das ist ja auch nicht so einfach. Ja. Weißt du, wenn man jung ist, dann kriegt man nur was erzählt, was man machen soll. Und dann kommt so eine mittlere Phase, dann arbeitet man mit den anderen. Und dann kommt so eine Phase, wo man nicht mehr forscht und nicht mehr macht. Ja. Und wenn man nicht mehr forschen und nicht mehr machen kann, dann beginnt das Erzählen davon, was man früher gemacht hat.
Und das in einem Gleichgewicht zu halten, das versuche ich immer bei mir noch hinzukriegen. Jetzt bin ich ja auch schon fast 80. Und dann kommt man dann in diese Phase, wo man eigentlich nur noch erzählt von dem, was man früher gemacht hat. Und ich muss sehen, dass ich weiter am Forschen bleibe und weiter auch am Gestalten bleibe, damit ich nicht anfange, nur von dem zu erzählen, das kommt schon hoch genug, was ich mal gemacht habe. Das ist, glaube ich, die Aufgabe jedes Menschen. Insofern noch nicht zu alt zu sein. Und doch hat ja das Erzählen auch eine Berechtigung und kann ja für andere auch einen ganz großen Nutzen und einen Wert haben. Umso wichtiger ist, dass es Menschen gibt, die auch die zuhören, die hinhören. Ja, ich würde sagen, die Berechtigung, das zu erzählen, ist nur gegeben, wenn der andere es hören will. Daran orientiere ich mich nicht immer, muss ich sagen, wenn ich erzähle. Manches will man auch einfach erzählen. Mit manchen will man auch ein bisschen angeben. Wäre das für dich eine Voraussetzung, etwas erzählen zu dürfen, nur wenn der andere es hören will? Ja. Ja? Ansonsten muss ich das merken. Das merkt man nicht immer. Man geht den Leuten dann auf den Keks, wie das so heißt. Man merkt es nicht immer. Und die sagen, übrigens, ich glaube, ich muss jetzt gehen. Also ich glaube, dafür muss man dann ein Gespür haben und auch ein Verständnis haben, dass Menschen sagen, jetzt kann ich nicht mehr zuhören. Und doch, ich will darauf zurückkommen, und doch glaube ich, ist es wichtig, dass es Menschen gibt, die anderen Menschen zuhören, auch bei Dingen, die gerade für sie nicht relevant sind. Ja. Weißt du, was ich meine? Also sich auch mal in den Dienst einer Sache zu stellen oder einem Menschen den Raum und die Möglichkeit zu geben, sich jetzt öffnen zu können, weil ihm das gut tut. Ja. Ich wollte nur die andere Seite auch sagen, du hast völlig recht und die Menschen sind dankbar und es kostet auch ein bisschen Kraft und man muss dann von sich etwas opfern, um an dieser Stelle zuzuhören und ein echtes Interesse daran zu gewinnen. Das ist sicherlich eine große Aufgabe. Ja, die Frage, textest du zu oder hörst du zu? Ich glaube, die fasst das ganz gut zusammen und führt vielleicht so diesen Spielraum auch da. Immer nur zu reden auf der einen Seite und andere zuzutexten, unabhängig davon, ob sie das interessiert oder nicht. Ja. Oder wirklich zu sagen, ich stelle mich in den Dienst. Und nicht nur, ich stelle mich in den Dienst eines anderen oder einer Sache, sondern ich habe eben auch das Verständnis davon, dass ich daraus etwas mitnehmen kann. Also zuhören ist ja nicht ein Opfern im Sinne von, ich opfere mich jetzt dir, damit du etwas erzählen kannst. Das ist ja auch ein Lernen und ein Wachsen. Wir können uns ja die Frage stellen, ob wir die Leute jetzt zutexten oder ob wir ihnen etwas geben, was ihnen ein anderes Verständnis dieses Zuhörens ermöglicht und vielleicht in ihnen auch eine Kraft weckt, zuzuhören an einer Stelle, wo sie keine Lust dazu haben. Ja, das wäre schön. Wäre schön, gut. Vielen Dank. Ich glaube, wir haben das gut ausgelotet, das Thema. Und wünschen euch eine gute Verwendung dafür.